Wir haben es eben gesehen, ein Grund dafür, dass die Straßen in Oststeinbek damals volllaufen konnten, waren die trockenen Felder drumherum. Denn auch die Landwirtschaft hat jetzt schon mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen. Üppige Ernten einzufahren wird auch für Schleswig-Holsteins Landwirte immer schwieriger. Wetterextreme wie Starkregen und anhaltende Hitze werden immer häufiger. Den Landwirten macht das zu schaffen. Mal vertrocknen Weizen und Raps, mal sind die Felder so nass, dass sie nicht befahren werden können. Was sie herstellt, könnte Abhilfe schaffen. Aus Gülle, Stroh und Holzresten produziert diese Maschine Humus. Und der kann den Ackerboden fit machen für die Zukunft. Ein humusreicher Boden kann auf der einen Seite Wasser speichern, als auch Nährstoffe speichern. Wir können die Erträge stabilisieren. Und wenn wir eine richtige Dürre haben, aber auch Starkregenniederschläge, dann haben wir kaum noch Erosionserscheinungen. Der Boden fällt nicht mehr zusammen, sondern er saugt das alles auf wie ein Schwamm. Doch mit dieser Maschine allein ist es nicht getan. Um dauerhaft genug Humus im Boden zu haben, müssten Landwirte ihre Bewirtschaftung grundlegend ändern. Zum Beispiel, indem sie ihre Felder nicht so tief pflügen. Denn nur dann überlebt ein bestimmter Pilz, der den Humus entstehen lässt. Es ist natürlich häufig auch mit Kosten verbunden. Der Landwirt hat ein langfristiges Ziel. Und um dahin zu kommen, muss er eben einen Teil Geld auch bewegen oder seine Wirtschaftsweise umstellen. Und das funktioniert nicht von einem Jahr aufs nächste in der Regel. Wir sprechen da auch teilweise von einer Generationsaufgabe. Auch die Pflanzen müssen sich verändern, ertragreich sein, obwohl das Klima extremer wird. Bei der norddeutschen Pflanzenzucht wird Raps auf die Zukunft vorbereitet, werden Sorten gezüchtet, die nicht nur Hitze, sondern auch Sturm besser vertragen können. Es gibt durch die extremen Ereignisse auch öfter Unwetter mit Hagel. Da ist ein Merkmal, was wir auch bearbeiten, Platzfestigkeit. Dass die Schoten der Rapspflanze nicht aufplatzen, wenn ein Hagelkorn drauf trifft, sondern die geschlossen bleiben und die Saat drin bleibt. Auch das ist ein Merkmal, was in unseren Fokus gerückt ist, da wir sehen, dass diese Ereignisse einfach häufiger auftreten. Alte Sorten, die dem nicht gewachsen sind, werden schnell verschwinden, prognostiziert der Pflanzenzüchter. Doch bis eine neue Sorte auf den Markt kommt, braucht es Zeit, im Schnitt 10 Jahre. Zu lang? Da wir jedes Jahr draußen in den Umwelten unsere Sorten prüfen, nehmen wir immer die besten Sorten mit, die unter den diesjährigen oder den jeweiligen Bedingungen am besten abschneiden, um so den Klimawandel auf der Spur zu bleiben zumindest. Und so sind wir doch sehr optimistisch, dass wir den Klimawandel da wegzüchten können. Resistente Pflanzen, mehr Humus im Boden. 2 Antworten auf den Klimawandel. Eine dritte könnte diese Maschine sein. Sie macht Pflügen überflüssig, setzt die Samen direkt in die Erde. Und das hilft dem Klima. Das Pflügen, das hat natürlich den Nachteil, dass bei jedes Mal, wenn der Boden bewegt wird, auch CO2 in die Atmosphäre ausgestoßen wird. Das unterbinde ich natürlich bei der Direktsaat, weil ich eben in einen Pflanzenbestand ohne großartige Bodenbearbeitung einsehe. Hitzewellen und Dauerregen. Die Landwirtschaft kann also mehr tun, als sich bloß darauf einzustellen, sagen Experten. Der Bauernverband sagt uns heute dazu, einige Landwirte würden die Verfahren bereits einsetzen und man sei grundsätzlich offen für Neues.